Bei mir ist jetzt Holger Wellner. Sie haben das ja heute veranstaltet, zusammen im Museumscafé mit der Frau Mühl vielleicht irgendwie arrangiert. Für welche Gesellschaft war das nochmal gedacht? Ja, ist ja so, dass wir im Modehaus Wellner öfter mal Aktionen machen oder auch Moden schauen, wo wir dann die neuesten Trends dann zeigen. Und wir haben in diesem Jahr gesagt, wir machen das mal anders oder nicht bei uns in den eigenen Räumlichkeiten. Wir haben da ein paar Kunden eingeladen, die ins Museumscafé haben zum Fashion Brunch. Das heißt, wir sind dann mit unserem Frühstück gestartet und haben dann halt auch gleichzeitig im Rahmen einer kleinen Modenschau die neuesten Trends für Frühjahr Sommer 2012 gezeigt. Wie oft kommt sowas denn wieder vor, solche Aktionen? Ist das so immer wieder kleine Sache oder war es so für dich? Ja, und dann noch. Aktionen machen wir regelmäßig. Das ist jetzt nicht immer eine große Modenschau, das sind manchmal kleinere Aktionen oder kleinere Events. Aber es ist so, dass wir eigentlich jede Saison, also mindestens zweimal im Jahr, dann auch für unsere Kunden ein besonderes Event organisieren. Wird das richtig gut angenommen? Sind die richtig stolz nach? Kann man sagen, die Kunden kommen hier vorbei, schauen sich an und dann auch direkt nach in die Reportage, wie wir vorhin so schön gesagt haben? Ja, ist ja so, dass es für uns auch immer schwierig ist, dann auch ja, so viele Kunden auch unterzubekommen. Und deswegen haben wir halt auch immer mal mehrere Events, dass wir öfter mal was machen und dann eben immer mal auch ein paar Kunden dann dazu einladen können. Wir werden jetzt hier im Museumscafé auch 90 Plätze zur Verfügung und haben dann aber auch sehr, sehr schnell schon über 100 Anmeldungen dann gehabt. Und dann mussten wir aber hier noch ein bisschen Tische und Bänke und Stühle rücken und haben dann aber noch alle Platz gefunden. Hat man ja gesehen, es war echt enorm voll. Entsprechend gut besucht also. Dieser Erfolg, macht dich das heute glücklich? Könnt ihr sagen, das hat euch hier angehauen, damit kann ich gut heute Abend ins Bettchen gehen? Ja, so ist das. Ich freue mich immer, wenn halt auch unsere Kunden zufrieden sind mit dem, was wir machen, dass wir einfach ein gutes Sortiment haben, eine gute Auswahl haben, eine gute Beratung haben. Und wenn wir dann noch so als kleines Sahnehäubchen obendrauf eben auch nochmal das ein oder andere schöne Event machen, wo unsere Kunden dann eben ein, zwei schöne, tolle, spannende Stunden auch verbringen, dann freue ich mich darüber. Wie lange hat diese Vorbereitungszeit für den gesamten Aufbau hier gebraucht ungefähr? War das eine Planung von Wochen oder Monaten oder ging das doch ruckzuck? Na, wir planen also schon auch immer über mehrere Monate im Voraus dann auch unsere Aktionen und unsere Events. Heute war es ein bisschen einfacher, weil wir es ja zusammen mit dem Museumscafé machen, also im Grunde die gesamte Bewirtung und auch hier die Räumlichkeiten. Da haben wir einfach dann auch eine gute Unterstützung gehabt hier von dem Team im Museumscafé und ja, wir haben dann den Rest organisiert. Letzte Frage, die Auswahl der Kleider, die hier halt gezeigt wurden, oder der Kleidungsstück allgemein, nicht nur Kleider für Frauen, sind Sie damit involviert oder überlassen Sie das andere? Nee, das ist für mich schon Chefsache. Also ich mache das nicht alleine, sondern meine Mitarbeiter helfen da auch mit. Aber es ist schon nochmal wichtig, da nochmal einen Blick drauf zu werfen, auch vielleicht das eine oder andere nochmal auszutauschen, weil wir natürlich auch hier in Hameln als Modehaus mit unserem guten Namen dafür stehen und wir wollen dann einfach auch die Trends und die neuen Kollektionen und die neue Mode genau auf den Punkt bringen. Danke, Herr Wellner.